Hallo, Guckucks. So, jetzt mache ich ein Filmle von der Wohnung, vom Haus und vom Garten und dann suchen wir mal die Annette, die eigentlich gerade beim Arbeiten unten sein müsste. Los geht's. Das Wohnzimmer, das kennen natürlich alle mit der schönen Aussicht in den Dschungel. Heute ist auch wunderschönes Wetter. Da steht schon die erste Orchidee. Und hier vorne ist nämlich das Bäumchen von der Jacqueline, da wo jetzt gerade der Vogel sitzt. Zwei ganz süße kleine grüne Vögelchen. Ist auch eine Blüte dran, mehr leider noch nicht. Und zwar genau hier. Dann schauen wir jetzt mal in Dominiques Zimmer und ich zeige euch die Bibelen und die Babyvögel. So, das ist Dominiques Zimmer und da quietscht es schon ganz arg. Und das sind Dominiques Baby Lovebirds, die mit der Hand aufgezogen werden. Dann machen wir jetzt mal auf und da sind die beiden kleinen süßen Würmlis. Moi, die haben schon wieder ganz arg Hunger, wollen unbedingt was zum Fressen haben. Und dann muss man hier zumachen, sonst klettern die nämlich raus. Na, hallo ihr Kleinen, habt ihr einen Hunger? Ganz hässlich sind sie, aber die werden mal wunderschön. Ja, nachher kriegt ihr was zum Fressen, jetzt noch nicht da. Ist nur warm genug, ja. Hihi. So. Dominiques Chaos. Teenager halt. So. Dann schauen wir mal da raus. Schauen wir mal in den Garten. Da ist ja die Niki. Nickwins. Nickwins. Nika, komm mal. Wo bist du? Komm mal her. Oh, schau mal. Oh, schau mal, hast mich gar nicht mehr erkannt. Hast du bellen müssen? Oh, du kleine Maus. Oh, was denn? Jetzt ja, komm. Wo ist dein Frauchen? Zeig's mir, hast du draußen warten müssen? Ich mache gerade ein Filmle. Und da ist nämlich die Annette. Hallo. Und tut arbeiten. Und Fernseh schauen gleichzeitig. Nein, nur zuhören. NASA. Der Building New Spaceship. Spannend, spannend. Die können die nicht ohne mich. Und das ist die Werkstatt. Und jetzt gehen wir in den Garten raus. Und die Vögel. Ja, Baby Bibelen zeigen. Komm, Nika, komm. Auf geht's. So, da ist der Garten und da haben der Vince und die Dominique gestern nämlich einen neuen Hühnerstall für die Babys gebaut. Und dann kommen die jede früh, kommen die raus, die Babys. Dann machen wir jetzt mal auf. Und da sind die Babys drin. Und das ist die Mami, die die adoptiert hat. Nein, die will jetzt raushüpfen. Die ist eigentlich selber noch ein Baby, eigentlich noch nicht mal erwachsen, aber hat die kleinen Babys adoptiert. Nein, nein, stay. Muss man wieder zumachen, die hüpft uns raus. Mal ganz süße Kleine sind das. Die scharren da drin. Ganz süß. So. Und da kommt das Kätzle. Das wird natürlich gerne ein Babyvogel essen. Hallo, Gili.
Magst du eins essen, ein Vogele? Eine Blume vom Baum. Und das ist der große Vogelkäfig. Da sind die restlichen großen Hühner drin. Und aber auch die ganzen Vögel von der Annette. Nur noch stay inside. Mei, da wuselt's alles voller Chickens, die jetzt raus wollen, aber die müssen erst Eier legen, die dürfen noch nicht. Und hier oben sind die ganzen Vögel. Das sind die Lovebirds. Hier oben, die kleinen, die Babyvögel bei der Dominique, das werden mal solche, das werden mal so Lovebirds. Ganz wunderschöne. Hallo. Und da unten ist dann der Hühnerstall, wo sie die Eier reinlegen sollen. Hoffentlich. Hihi, und hier rennen lauter Chickens über meine Füße, weil die alle raus wollen. Da werde ich jetzt nicht mehr rauskommen. Oh-oh. Hallo, ihr Süßen. Hallo. Gehen wir mal nach vorne. Das sind die ganzen Surfboards von Annette, mit denen wir eigentlich auch jeden Tag unterwegs sind. Außer heute. Puh, heute muss ich nämlich arbeiten. Glück gehabt. Puh. Und da ist der riesengroße Monster-Truck. Und wunderschönes Wetter haben wir heute wieder. Bisschen Wind. Und das Kätzle läuft mir hinterher. Und jetzt schauen wir mal in den Gemüsegarten von Annette. So, hier sind ihre Fischis, ein ganz kleiner Gartenteich hat sie. Und das sind, glaube ich, Eidechse. Das sind, glaube ich, Taro-Pflanzen. Da kann man die Wurzel davon essen. Das haben wir auch schon gegessen, schmeckt sehr lecker, so ähnlich wie Kartoffeln. Und das ist das Gemüsegärtchen mit Kohlrabi und Salat und Spinat. Und da wachsen riesige Tomaten. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, die ist noch grün. Da wächst eine kleine, hier hängt eine große Tomate. Das ist alles ein riesiger Tomatenstrauch. Das ganze Gemüsegärtle. Da muss man natürlich jeden Tag gießen, sonst wird das alles nichts. Papaya-Bäumchen wachsen hier. Oder hat sie hier angepflanzt. Und hier ist eine reife Tomate, die klaue ich mir jetzt. Meins. Sonnengereift. Kili. Ja. So, und jetzt zeige ich euch das neue Autole. Den Ford Hybrid. Da steht er. Bisschen dreckig, aber schon schick. Surfboard passt auch drauf. Gefahren bin ich ihn auch schon, fährt sich sehr schön. Und noch ganz neu, noch ganz schön ist er. Türkisblau, sehr schick. So, da unten ist der Teich. Da gehe ich jetzt gar nicht runter, weil ich so bös zerstochen worden bin das letzte Mal. Das hat ganz furchtbar gejuckt. Und von oben sieht man es sowieso besser. Ganz schön. Die Katze ist immer nur da. Die hat immer nur einen Hunger. So. Damit ist die Runde dann beendet. Und hier geht's wieder rein.
in die Küche, wo die schönen Orchideen stehen.